Das heißt, hier drüben liegt Südtirol? Da liegt Südtirol, ja. Mensch, leckt die Kuh am Arsch. Es ist eine der schönsten und faszinierendsten Regionen Europas. Mit traumhaften Landschaften, Sie sehen es selbst, gutem Essen und gutem Wein und tollen Geschichten. Und darum machen wir uns jetzt auf zu einer Entdeckungstour durch Südtirol. Im Norden Italiens, in Südtirol, steht das Wahrzeichen der Dolomiten, die drei Zinnen. Zinnen, das sind eigentlich emporragende Stücke einer Burgmauer. Aber schon immer suchten die Menschen nach vertrauten Bildern, um solche gewaltigen Naturphänomene zu beschreiben. Wirklich begreifen kann man das, was man da sieht, nicht immer. Und so bleibt das Staunen, die Faszination und die Sehnsucht. Das ist die große Geschichte von Südtirol und seinen Menschen. Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens und liegt komplett im südlichen Alpenraum. Im Westen grenzt sie an die Schweiz, im Norden und Osten an Österreich. Etwas mehr als 500.000 Einwohner leben in der von Tälern und Hochgebirge geprägten Landschaft. Die Römer, Herzöge, Grafen. Südtirols Geschichte der Besiedlung, die vor über 10.000 Jahren begann, verschmilzt immer wieder eindrucksvoll mit der Landschaft. Und obwohl auch hier die technisierte Welt Einzug gehalten hat, gibt es sie noch, die Orte der Ursprünglichkeit. Und bei den Menschen, die sich über Generationen mit purer Kraft die Natur zunutze machten, findet man die Traditionen, die noch immer voller Stolz gelebt werden. Ein Lebensraum, geboren durch den gewaltigen Zusammenstoß zweier Erdplatten. Die Kollision von Afrika und Europa dauerte Jahrmillionen. Der Druck wurde so groß, dass Risse entstanden und glutflüssiges Magma aus dem Erdinneren emporstieg. Die ältesten Gesteine der Erde wurden so nach oben gepresst. Kaum vorstellbar, dass das, was wir heute sehen, mal bei 600 Grad im Erdinneren kochte. Der Blick in die Urzeit. Auch er macht die Bergwelt so fantastisch und trägt sicherlich seinen Teil dazu bei, dass Menschen das ganze Jahr über nach Südtirol reisen. Nicht, dass Sie denken, wir sind jetzt hier in den falschen Film gerutscht. Das ist Winter im Sommer in Südtirol, also das einzige Sommerskigebiet der Region. Hier können Sie sogar im Hochsommer Skifahren. Also hier vielleicht nicht, aber da oben auf dem Gletscher. Ja. Zum Sommerskigebiet führt der höchste Gebirgspass Italiens. Mehr als 40 Kehren führen hinauf auf über 2700 Meter, mitten im Nationalpark Stilfser Joch, im äußersten Westen Südtirols.
Von November bis Mai ist die Passstraße gesperrt, weil hier dann regelmäßig Lawinen abgehen. Nur im Sommer ist die Welt hier oben für den Skitourismus beherrschbar. Der Ortler. Mit 3.905 Metern der höchste Berg in Südtirol. Er thront über dem Gletscher, den Skifahrer aus aller Welt nutzen, um im Sommer Spaß zu haben und zu trainieren. Mit Skilehrer Karl Töni starte ich von der Talstation, um hoch zum Gletscher zu fahren. Karl, arbeiten Sie das ganze Jahr über im Schnee? Ich bin das ganze Jahr über im Schnee, Sommer wie Winter. Im Winter als Skilehrer in den Dolomiten und im Sommer hier am Stilpser Joch am Gletscher. Und machen Sie das freiwillig oder können Sie einfach keinen Schnee nicht ertragen? Es ist mein Beruf, das ist mein Sport, das ist mein Leben. Man muss in den Bergen geboren sein und dort aufgewachsen sein, dass man das machen kann und die Freude dazu haben. Also Sonne, Strand und Meer ist für Sie gar nichts? Ja, gibt's auch Doch. Mal. Gibt's auch mal im Sommer, im Frühjahr oder im Herbst. Da geht's auch mal ans Meer. Aber nur, wenn man Wasserski fahren kann, oder? Nee, muss man nicht. Kann ich gar nicht. Karl, wie hoch sind wir jetzt hier? Jetzt hier vom Pass sind wir gestartet von 2760 und mit der ersten Gondel fahren wir rauf auf 3050. Wann waren Sie das erste Mal eigentlich auf Skiern? Ich war mit auf Skiern. Im Mutterleib, oder? Mit Skiern geboren. Mit 3 Jahren. Also fast. Mit 3 Jahren habe ich angefangen, Ski zu fahren. Aber ich habe mich dann entschieden, den Skilehrerberuf zu machen. Und den übe ich auch schon seit 32 Jahren. Und wie alt sind Ihre Schüler? Das ist ganz unterschiedlich. Ich unterrichte vom Kleinsten bis zum Größten. Ich habe zum ersten und auch zum letzten Mal mit 30 Jahren auf Skiern gestanden und habe gedacht, ich mache das eigentlich ganz gut, bis ich die Fotos gesehen habe. Und das sah so bescheuert aus, wie ich auf Skiern stehe. Die ganzen Kleinen sahen alle viel besser aus. Ich habe es da gelassen. Also ich habe aufgegeben. Après-Ski war mehr so meins. Das wird auch ein bisschen praktiziert. Das gehört dazu zum Skilaufen. Zum Glück hat uns Karl für die letzten Meter das ideale Taxi besorgt. So erreichen wir den Gletscher auf 3400 Meter Höhe, auch ohne Ski. Die Bergwelt. Ich sehe sie jeden Tag, ja. Aber sie schaut jeden Tag anders aus. Im Ortlergebiet gibt es mehrere Gletscher. Aber nur dieser unterhalb des Berges Geisterspitze wird zum Skifahren genutzt. Der schneereichste Monat ist der Juni. Dann liegt die durchschnittliche Schneehöhe bei 1,30 Meter. Die Schneemassen schützen das Eis. Die Ski lassen den Gletscher kalt. Die Erderwärmung nicht. Jahr für Jahr verliert er an Masse. Karl, wenn du überlegst, allein in deiner Lebenszeit bislang, wie hat sich da der Gletscher verändert? Der Gletscher hier ging rauf praktisch bis über die Geisterspitze. Das hast du noch erlebt? Das habe ich noch erlebt. Ich bin da vorne noch mit Ski runtergefahren. Jetzt hat er sich zurückgezogen. Wenn ihr jetzt so im Herbst, Anfang November, den Gletscher winterklar macht, wird da alles abgebaut hier oder bleibt es hier? Also die Liftmasten bleiben bestehen, die Seile, die Bügel, muss alles abgebaut werden, muss im Schnee, auf dem Schnee gesenkt werden, weil der Gletscher arbeitet im Winter. Ja, sonst würde das alles zerreißen. Das ist eine Riesenarbeit, weil die Liftmassen sind ja alle nur im Eis verankert. Bis auf der Talstation und auf der Bergstation, was auf Fels stehen. Und diesen ganzen Aufwand betreibt ihr, damit die Profis hier trainieren können? Nicht nur Profis, vom kleinsten Skifahrer bis zu den Allerweltbesten kommen hier alle her im Sommer zum Training. Ohne Training im Sommer kein Champion im Winter.
Na, und seit wann ist der Gletscher hier? 20.000 Jahre? 25, ja, 12? Ja, schwer zu sagen. Ja, ja, eine ganze Weile. Wie weit? Lange vor dem Menschen. Das Eiszeitalter begann vor über 2 Millionen Jahren. Seitdem gibt es Gletscher in den Alpen. Temperaturschwankungen gab es immer wieder, sodass die Gletscher sich entweder ausdehnten oder zurückzogen. Der letzte Kältezyklus hatte vor ca. 20.000 Jahren seinen Höhepunkt. Zu jener Zeit lagen die Alpen unter einer Eisdecke, die über 1.000 Meter dick war. Nur die Gipfel ragten heraus, so wie heute in Grönland oder in der Antarktis. Die Ortlerberggruppe erzählt die Geschichte der Eiszeit. Auch die des Zerfalls. Frost, Hitze und Regen zermürben das Gestein. Gletschereis, Bäche und Flüsse transportieren die Trümmer fort und zerreiben sie zu Sand. Und trotzdem werden die Alpen nicht niedriger. Noch immer drückt Afrika gegen Europa. Und das Zurückziehen der Gletscher sorgt für Entlastung, sodass die Berge wachsen. Die Erosion wird so ausgeglichen. Lässt das irgendwann nach, werden die Alpen zwangsläufig schrumpfen. Es ist alles in Bewegung. Ein-, zweimal die Woche bricht Eis ab und es ist immer Bewegung da. Es ist der Wind da, es ist die Luft da, es ist andere Temperatur, es sind immer andere Verhältnisse. Es ist nie, dass man sagen kann, es sind 2 Tage gleich, wenn man ein Gefühl dafür hat. Johann Marzak betreibt auf einem Felsvorsprung des Ortlers eine Schutzhütte. Die Bergelhütte. Seit 120 Jahren steht sie hier. Wenn ich hier bin, dann fühle ich mich zu Hause. Ich bin gerne hier, ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Die Hütte ist für Wanderer und Bergsteiger da. Sie gehört dem Land Südtirol. Johann ist Pächter und sorgt für Speis und Trank. Aber nicht nur das. Manchmal kommen Leute da an und sie haben einen riesen Stress, schnell was zum Trinken, schnell was zum Essen. Aber ich sage immer, die müssen zuerst mal ankommen. Die müssen sich mal 5 Minuten hinsetzen. Sie müssen mal überlegen, was mag ich nicht. Wo will ich hin, wo will ich nicht hin? Will ich weiterlaufen oder nicht? Das müssen sie zuerst wissen. Und dann das alleine ist die Entschleunigung. Ja. Natürlich, ich kann rumlaufen wie ein Blöder und kann sofort die ersten 5 Sekunden schon rausgehen zum Gast. Oder ich kann einfach den mal ankommen lassen. Schneit, Flocken, kalt wird's. Ja, einfach eine Auszeit.